Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Little Inferno. Wir sind schon relativ am Ende und wir haben hier ein paar nette Sachen wieder zum Verbrennen. Zum Beispiel ein Truckstop-Schild und einen lustigen Gesellen. Wie gesagt, es dauert nicht mehr lange, bis wir das Ende sehen. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Hier haben wir noch eine Babuschka. Und was war das noch? Ah ja, Mini-Galaxien. Sehr gut. So, und da werden wir mal ein bisschen rumfackeln. Na, das geht doch ordentlich ab hier. Oder es geht zu sehr ab, aus meiner Sicht. Hier hat es aber ordentlich gescheppert. Mann. Ja, wir hätten noch ein paar Kombos zu erledigen und noch ein paar Sachen zu kaufen, die wir bisher noch nicht verbrannt haben. Ich bin dafür, wir machen zuerst die Sachen durch und dann kümmern wir uns um die Kombos. Mir haut es nachher schon wieder die Ohren raus, das liebe ich ganz besonders. Vielleicht kann ich dann mal eben nochmal schnell die Musik... Nö, kann ich nicht. Na dann. Bei Windows 8 gibt es nämlich das kleine Problem hier, dass mir bei diesem USB-Headset immer die Ohren raushaut. Und das ist nicht sehr angenehm. Ach, mickrige 6 Cent. Na gut, haben wir auch nur 5 ausgegeben für den Maiskolben. Während wir hier warten, was haben wir denn noch für Kombos zu erledigen? Entensaison, Jagdkombo. Ach du Schande, wir haben ja aber richtig, richtig viel. Eisplanet, Herz und Seele. Ohrenbetäubende Kombo, die klingt gut. Fangen wir mal hier an. Entensaison-Kombo. Was könnte denn eine Entensaison-Kombo sein? Oder die Jagdkombo. Oh, wir haben auf alle Fälle wieder Post. Das ist doch auch nicht so schlecht. Die schauen wir uns noch vorher an, bevor es hier weitergeht. Oh, von unserer Freundin. Es gab ein großes Feuer. Es war so hell, ich konnte meine Augen nicht öffnen. Es war so, als ob Millionen von winzigen Leuchtkäfern um mich herumschwirren würden. Ich zerfiel in Milliarden von Teilen und flog davon. Ich flog raus, raus aus dem Kamin hinaus. Raus, raus, raus. So wie alles andere. Und ich kam zurück, um dich mitzunehmen. Immer wenn diese Musik kommt, kriege ich so leichte Gänsehaut. Ich weiß auch nicht warum. Oh, der Fotoapparat beobachtet uns. Und was machst du? Du holst dir Verstärkung. Auch gut. Na dann, kommt mal her. Hier wird alles verbrannt. Oh, und der Fotoapparat macht noch ein Foto. Und es schneit hier bei uns. Und es schneit vor allem auch bei uns. Nicht nur im Kamin. Auch nicht schlecht. So, aber wir wollten ja... Naja, erst kaufen und dann Kombos machen. Wissenschaft des Kreationismus. Das klingt doch schon spannend. So, aber Jagdsaison. Ich habe keinen blassen Schimmer. Verbrennen wir mal wieder ein bisschen Technik, würde ich vorschlagen. Ein Gaming-Tablett. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Gibt's hier noch irgendwas Aufregendes? Oh ja, den Kokon, der gefällt mir ja auch immer sehr gut. Aber was hat hier mit Jagd zu tun? Die Bärenfalle eventuell, die könnte ich mir vorstellen. Und es müsste etwas entweder aus diesem Katalog sein. Ich meine, das Krokodil hier. Ich habe keine Ahnung. Und was haben wir hier noch für nette Kombos? Nukleare Rasur. Also die werden wir, glaube ich, hinkriegen. Nukleare Rasur ist, glaube ich, der Rasierer und die Mini-Atombombe. Die werden wir uns dann gleich kaufen. Was ist das hier? Auf alle Fälle ist es eingefroren. Wir sollten hier mal wieder ein bisschen Feuer machen, damit es nicht zu kalt wird. Allerdings... So, tauen wir das hier mal auf. Und dieses hübsche Schiff tauen wir auch auf. Ist das überhaupt ein Schiff? Ja. Oh, ein explodierendes Schiff. Hey, wartet mal, da ist eine Duck Hunt. Das bringt mich auf eine Idee. Duck Hunt ist ein definitives Jagdspiel. Und bei Duck Hunt brauchte man doch auch immer Büsche. Schauen wir mal, ob sich das noch ausgeht, wenn ich es dazu schmeiße. Ja, Entensaison-Kombo.
So, da kommen die Schmetterlinge raus, oder? Genau. Oh ja, da kommen jetzt auch richtig die kleinen Enten rausgeflogen. Wieder ein Rätsel gelöst. Was haben wir hier? Internet Cloud. Internet Cloud und E-Mail könnte ich mir vorstellen, ergeben vielleicht zusammen etwas, aber das weiß ich nicht genau. Gibt's hier irgendwas? Ah, wartet mal. Ketten-E-Mail-Kombo. Ketten-E-Mail-Kombo. Ich habe keine Ahnung. Gar nicht so einfach. Am Anfang war es ja noch relativ offensichtlich immer so, was wir... So, die Mini-Nuke wollte ich noch kaufen und den männlichen Rasierer. Den kann ich mir aber jetzt nicht leisten. Ja, schmeißen wir einfach nur mal sowas ins Feuer. Oh, Gewitter. Auch nicht schlecht. Super, das löscht das Feuer aus. Und es blühen Blümchen. Na, nice. Kann ich mir jetzt den Rasierer leisten? Wo war der denn? Hier. Und Briefmarken hätte ich auch wieder ein paar zum Ausgeben. Die nehmen wir doch gleich. Oh, okay, das waren jetzt 5 Stück. Das war teuer. Ich mache hier noch ein kleines Feuer hin, bevor ich den Brief lese. Oh, die ist ja hübsch, die Internet Cloud. So, und Feuer frei. Alter Schwede, hier geht's ab. Die Spam-Wolke-Kombo, die hat hier... Oh, und die nukleare Rasur. Hat mir wieder ein bisschen Geld in die Taschen gespült. So. Erinnerst du dich? Brennende Holzscheite und Roboter. Und Würste und winzige Galaxien. Und Batterien und schreiende Käfer. Ein explodierendes Sonnensystem. Wir haben sie über Tage und Stunden hinweg ins Feuer geworfen. Aber sie sind nicht wichtig. Sie wurden dafür gedacht, nicht wichtig zu sein. Little Inferno Entertainment Fireplace war dafür gedacht, nicht wichtig zu sein. Es ist Zeit. Es ist Zeit, dein Haus niederzubrennen. Okay. Wenn du das so sagst... Wie viel kostet das Teil denn eigentlich? 600. Miniatursonne? Die Sonne geht auf. Oder geht sie unter? Das hat sie doch gesagt, aber dafür brauche ich noch mehr Geld. Also heißt es jetzt einige teure Dinge verbrennen. Und vielleicht haben wir damit ja dann sogar Erfolg. So, ich schmeiß jetzt noch ein paar Briefmarken raus, damit es hier schneller vorwärts geht. Und Feuer frei, würde ich sagen. Okay. Noch eine so eine Runde und wir können uns noch was leisten. Hier die Internet Cloud, die war ganz cool. Ein Computerwurm dazu. Eine E-Mail. Was nehmen wir noch? Hier die Spielzeugrakete. Und den brennenden Globus. So, jetzt haben wir allerdings keine Briefmarken mehr. Und ich glaube, wenn wir die Sonne verbrennen, dann wird etwas passieren, oder? Das gilt's rauszufinden. Ich trinke auf alle Fälle erstmal ein Schlückchen. Ah, das war lecker. Und da kommt noch ein bisschen Geld raus. Oh, hätten wir auf das gewartet, dann hätten wir uns jetzt schon alles leisten können. Aber gut. Eine E-Mail können wir ja schon mal anzünden. Wäre eigentlich schön, gibt es irgendein Plugin für Outlook oder so, wo man E-Mails anzünden kann? Und da kommt schon wieder der ganze Spam auf uns zu. Auch nicht schlecht. Wow. Ja, so sieht's bei mir bei Kerbal Space Program aus, wenn irgendwas verbrennt. Hallo Würmchen. Was kaufen wir uns denn noch? Eigentlich ist es ja egal, man bekommt ja immer mehr zurück, als man ausgegeben hat.
Aber ja, die Wartezeit ist jetzt immer mein Problem. So, Spinne und tschüss. 22 Cent für eine verbrannte Spinne. Naja, im Real Life nicht wirklich machbar. Oh, die können wir hier so anknacksen und dann auch noch abfackeln, oder? Nö, können wir nicht. Das ist ja langweilig. So, ein paar Noten dazu. GBD. So, die gute Bärenfalle. Sie ist Bärenfalle. Wir könnten noch die Jagdkombo machen. Oder hatten wir die jetzt schon? Die Jagd. Was war die noch gleich? Ne, wir hatten die Entenjagd. Aber wo war denn nochmal dieser virtuelle Busch? Der hat doch auch zur Entenjagd gepasst. Hier war er nicht. Hier war er auch nicht. War der im Sechserkatalog? Ja, okay, da können wir uns dabei nichts leisten davon. Dafür können wir uns The Terrible Secret noch leisten. Und was wir uns auch nicht leisten können, ist verdammte Axt so lange zu warten. Ich fackel hier schon mal los, damit wieder ein bisschen was in die Kasse kommt. Südpol. Er war schon dort, bevor es cool war. Okay. Der ist doch auch ziemlich cool, oder? Ja, da jetzt noch irgendwas dazu packen, aber für 6 Cent kann ich mir da nicht allzu viel. Ah, okay. Gibt's da nicht allzu viel, was man da reinschmeißen kann? So, da kommt auch ein bisschen Kohle raus. Ah, hier kommt ein Zug. Gibt's einen Zug noch zu kaufen? Der würde dann gut dazu passen. Und ich möchte wieder die 600, oder gibt es eigentlich mehr Geld, wenn wir Kombos machen? Denn dann sollten wir das auf alle Fälle probieren. Noch uns irgendeine Kombo einfallen zu lassen. Aber sehr schön, wie die hier abfackelt. Oh, 538, das warten wir noch ab. Das warten wir auf alle Fälle noch ab. Vielleicht gibt es da ja noch was. So, und der ist wieder eingefroren, der Pluto. Aber auch nicht lange. 650. So, Freunde. Eine Miniatursonne. Ich bin ja gespannt, was passiert, wenn ich. Okay, da müsste ich länger drauf warten. Ich bin ja gespannt, was passiert, wenn wir die im Kamin verbrennen. Das dürfte ziemlich hell werden. Aber ja, ich weiß es eben nicht so genau. So, was haben wir hier noch eingepackt? Ach ja, den Südpol. Der passt eh nicht zur Sonne. Dafür schneit's recht nett. Oh Mann, noch immer so lange hier. Ich bin doch schon so aufgeregt. Und vor allem, wenn das Ende kommt, dann kann ich euch schon mal verraten. Wir sehen was anderes als den Kamin. In Ordnung? Ich schaue gerade auf die Uhr, 13:30. Also bis zur Sonne machen wir es auf alle Fälle noch und dann sehen wir weiter. Na komm, wann kann ich mich dich denn endlich leisten? Aber ich könnte schon mal ein bisschen Feuerholz hier anheizen, beziehungsweise lasst uns noch eine Combo ansehen. Was sind denn hier so die letzten? Sonnenblume. Okay. Online-Piraterie ist auch nett. Da brauchen wir auf alle Fälle den Piraten, nehme ich mal an. Aber was noch? Ja, gute Frage. Die Internet-Cloud nehme ich mal an, oder? Pirat, wo bist du denn? Das probieren wir doch gleich mal aus. Pirat. Und schon wieder mal die Internet-Cloud. Können wir uns die gerade leisten? Wo war die denn nochmal gleich? Das da war E-Mail. Ach so, das war die Cloud. Nö, können wir jetzt auch nicht. Langweilig. Da bräuchte ich 7 Stück und ich habe nur 2. Hier, komm, gibst du mir auch nochmal Geld. Dankeschön. Ahoi. Ahoi, auch von mir, Pirat. Ja, ich habe keine Ahnung. Laserpointer. Womit könnte man denn noch was machen? Die Kombos sind so doof. Lesezirkel-Kombo. Da gab es doch diese 3 Bücher, oder? Oder Polarbär. Warte, Polarbär, das kriege ich, glaube ich, hier in Südpol.
Und wo war der Bär? Unser Freund der Bär. Hier. Ahoi, Pirat. So, das Warten geht einem hier ganz schön auf den Zeiger. Am Anfang ging das alles viel schneller. Oder wir machen einfach zu wenig Kombos. Sonne braucht noch immer 5. Mann, 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 Mann. Der braucht 3. Na gut, packen wir mal den Teddy aus. Hallo, mein Freund. Ich würde euch ja gerne irgendwas Spannendes erzählen. So, ich mache jetzt eine Combo. Hoffentlich. Jawohl. Und da gibt es auch extra Briefmarken. Aber nur 3. Na komm, ich will jetzt irgendwas verbrennen hier. Also nicht irgendwas, ich will eine verdammte Sonne verbrennen. Und dann hoffe ich mal, dass wir nicht alle Kombos machen müssen. Och, noch immer 4 Sekunden. Das ist ja öde. Wir machen eine kleine Atombombensonne. Ach ja, wartet, Sonnenblume könnten wir dann ja auch gleich machen, denn da braucht man mit Sicherheit die Blümchen dafür. Die sollten ja einigermaßen rechtzeitig ankommen. Oder ne, jetzt kann ich sie mir kaufen. Nice. Oh ja, das sieht doch gut aus. Und wir kriegen Post. Es ist Zeit zu gehen. Erinnerst du dich? Einige Dinge sind spezieller als andere. Es gibt 4 Gegenstände. 1, 2, 3, 4. Sie haben etwas Besonderes an sich. Erinnerst du dich? Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. 4. 4 besondere Gegenstände. So, jetzt ist auf alle Fälle hier Ruhe im Karton mit der Sonne, aber die war cool. 4 Gegenstände, was meint sie, Sugar Plums? Wartet mal, wir haben ihr doch Sachen geschickt. Den Magneten. Die Glühwürmchen. Dann wollte sie... Die Sonnenbrille wollte sie haben. Aber was war das vierte? Was war das vierte? Das hier, und dann kam der Kammerjäger, nicht wahr? Oder war es der Kammerjäger? Ich weiß es nicht. So, hier kriegen wir noch einen Brief. 1, 2, 3, 4. Du hast sie mir bereits einmal gegeben. Du hast mir jeden Gegenstand geschickt. Ich musste mich nicht einmal umdrehen. Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Okay. Dann war ich auf der richtigen Fährte. So, jetzt bin ich gespannt. Und dein Brief auch noch gleich dazu. Nein, war das nicht das Richtige? Okay, dann waren die Heuschreckeneier falsch. Oder? Die Glühwürmchen, das weiß ich doch. Magnet? Dann war es doch der Kammerjäger. Probieren wir es nochmal aus. Kammerjäger. Magnet. Glühwürmchen. Und die Sonnenbrille. So.